Ich bin mir sicher, 100%, da werde ich meinen Kopf dafür verwetten, dass wir bei der CIA in den Schubladen Mordpläne für Erdogan haben. Garantiert. Und das als NATO-Partner. Alman gazeteci yazar Christoph Hörstel kirli oyunu bu sözlerle deşifre etti. Türkiye'de millet iradesini, güçlü bir geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini sabote etme planlarını detaylıca anlattı. Deniz Yücel meselesinin de bunun parçası olduğunu söyledi. Aber der Fall Yücel stinkt nach Nachrichtendienst, Entschuldigung. Und andere Fälle leider auch. Und das ist eine Kampfzone, eine zivile Kampfzone, die wir da betrachten. Da werden Leute angesetzt auf den Staat unter dem Deckmantel des Journalismus. Und dann muss der Staat, der unter Putsch und Morddrohung steht. Es geht um die Ermordung von Erdogan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin iradesi yıllardır dışarıdan gelen darbelere karşı dimdik ayakta. Gezi provokasyonu, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, batıdan gelen aleni Türkiye düşmanlıkları. Batı dünyasının niye endişe içinde olduğunu Alman gazeteci böyle anlattı. Der probiert ein gutes Verhandeln mit beiden Seiten. Der redet mit Russland, der redet mit Iran, der redet auch mit China. Was Erdogan macht, ist tiefstes deutsches und europäisches Interesse. Sondern es geht darum, dass man die eine verbliebene Supermacht daran hindert, sich aufzuführen wie die Wildsau im Betrieb. Und da leistet Erdogan bahnbrechendes, historisch bahnbrechendes. Hörstel'e göre özellikle Avrupa bu konuda Erdoğan'a destek olmalı. Wir sehen das nicht, wir würdigen das nicht, wir machen dem Mann auch noch Schwierigkeiten. Die Türken wollen nichts anderes als wir. Die wollen ihre Ruhe haben, die wollen nicht zerlegt werden, die wollen nicht Washington gehorchen und in irgendwelche beschissenen Kriege hineingezogen werden, die ihnen nicht nützen können und die den Nachbarn auch nicht nützen. İşte lider, Genelbaşkanımız.